Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Ja, hier berichten wir ja immer von der Börse, aber es gibt nicht nur die Möglichkeit, über die Börse zu handeln, man kann auch außerbörslich handeln. Die große Frage ist, wie funktioniert das und was habe ich davon? Darüber rede ich jetzt mit Matthias Hüppe von der HSBC. Er ist mir jetzt über Skype zugeschaltet. Herr Hüppe, ich habe es gerade schon gesagt, die zwei Möglichkeiten habe ich ja, aber wie kam das Ganze eigentlich zustande? Also warum gibt es eigentlich sowas wie den außerbörslichen Handel? Ja, der außerbörsliche Handel ist eigentlich damals entstanden, zum einen aus der Tatsache, dass man längere Handelszeiten wollte. Damals haben die Börsen noch nicht so lange gehandelt wie heute. Da wollte man längere Handelszeiten. Dann war es natürlich auch das Thema Kosten, Maklerquotage etc., die an der Börse anfallen. Die wollte man so ein bisschen umgehen an der Stelle. Und es ging auch nochmal um die Orderausführung, dass man eine schnellere Orderausführung kriegen kann. Und das waren so die Gründe, warum sich dann der außerbörsliche Handel neben dem börslichen Handel entwickelt hat. Wenn man die beiden jetzt vergleicht, also könnte man sagen, okay, dann handle ich jetzt nur noch außerbörslich oder eben nur börslich. Also sprich, was sind jetzt die Vor- oder Nachteile, je nachdem, für welche Art ich mich entscheide? Ja, beides hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Das muss man natürlich sagen, bei Zertifikaten ist es so, dass in der Regel der Emittent die Preise stellt und entsprechend für die Liquidität sorgt. Das heißt, an der Stelle ist natürlich dann nicht wie so ein klassischen Börsenhandel, ist die Liquidität so entscheidend, dass man sagen muss, man muss an der Börse sein, sondern der Emittent stellt die Liquidität. Beides hat seine Daseinsberechtigung, ich habe schon gesagt. Börslich hat man beispielsweise die Handelsüberwachungsstelle. Außerbörslich gibt es dann die Mistrade-Regeln. Es kann natürlich an der Börse auch mal zu einem anderen Preis kommen durch eine Preisfindung, wenn wirklich zwei Parteien sich da treffen. Diese Situation gibt es auch. Von daher, es ist manchmal Geschmackssache. Die einen handeln lieber börslich, die anderen lieber außerbörslich. Wir sehen grundsätzlich, dass die Trader eher außerbörslich sind, weil es da wirklich auf die kleinste Sekunde ankommt, während die Anleger dann doch oft auch auf die Börse zurückgreifen. Ist das auch ein Kostenfaktor, also ob man jetzt börslich oder außerbörslich handelt? Ja, das hängt natürlich immer von dem jeweiligen Broker ab, mit dem man handelt. Man muss ja auch sagen, außerbörslich wird nicht von jedem angeboten. Das sind die Online-Broker, die das natürlich hauptsächlich machen. Bei Banken und Sparkassen ist das seltener der Fall. Das muss man dann sehen. Grundsätzlich ist es aber so, da natürlich hier an der Stelle, sag ich mal, eine Partei, eben die Börse, nicht mehr dazwischen ist, fallen natürlich geringere Kosten an, sodass man im außerbörslichen Handel in der Regel weniger bezahlt, als wenn man börslich handelt. Also so viel zu den Unterschieden zwischen den beiden. Was sind denn jetzt auch die Unterschiede zwischen außerbörslichem Limithandel und Direkthandel? Ja, es gibt einmal den Direkthandel. Der Direkthandel hat eine Funktionsweise, wo es so ist, dass man einen Preis beim Emittenten anfragt für eine bestimmte Stückzahl. Dann zeigt der Emittent den Preis und sagt, für diesen Preis würde ich diese Position dir abkaufen oder verkaufen. Und dann kann man das Ganze bestätigen. Beim Limithandel ist es wie bei der klassischen Börse auch, da kann man dann mit Limiten handeln und wenn dieses Limit sozusagen auch mit dem aktuellen Kurs passt, dann kommt es zu der Orderausführung, wobei es auch hier außerbörslich noch ein paar Limittypen gibt, die es zum Teil an der börslichen Seite manchmal nicht gibt. Also da gibt es auch noch mal ein paar Erweiterungen. Was passiert dann mit meinem Limit im außerbörslichen Handel? Ja, ganz wichtig ist, der Emittent möchte in der Regel gar nicht dieses Limit kennen. Man möchte gar nicht in die Gefahr kommen, dass jemand behaupten könnte, man hat vielleicht, man kennt so ein Limit abgestaubt oder ähnliches. Deswegen ist es so, dass der Emittent in der Regel einfach seine Preise an ein außerbörsliches Handelssystem sendet. Das gibt zum Beispiel eins, was auch zur Börse Stuttgart gehört. Dort werden die Preise laufend hingesetzt und in diesem außerbörslichen Handelssystem sind dann wiederum die Limite der Kunden. Und dann, wenn ein Limit sozusagen zu dem aktuellen Kurs passt, dann stellt dieses Handelssystem eine Anfrage. Der Emittent sieht aber jetzt nicht, ob es ein Stop-Loss ist oder ob es ein klassisches Kauf- oder Verkaufslimit ist, sondern er sieht nur, da ist eine Handelsanfrage. Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wirklich der Emittent stellt nur Preise und kriegt Preisanfragen, weiß aber gar nicht, was für eine Order sich dahinter versteckt und kann auch keine Einsicht sozusagen in ein Orderbuch führen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den Kunden, dass er weiß, dass er auch außerbörslich hier wirklich eine Transparenz hat. Der Emittent will und kann das gar nicht wissen, sondern diese Limite liegen, wie gesagt, bei außerbörslichen Handelssystemen, die dann entsprechend die Ausführungen vornehmen. Schauen wir jetzt auf sowas wie sehr schwankungsreiche Phasen. Wie kommt es dazu, dass es dann sein kann, dass in solchen schwankungsreichen Phasen im Direkthandel es schwer sein kann, ein Wertpapier zu kaufen oder auch zu verkaufen? Ja, im Direkthandel, das hat dann manchmal auch wiederum seine Tücken. Also manche nennen es auch Soforthandel. Ich hatte ja gesagt, man fragt einen Preis an, kriegt dann vom Emittenten entsprechend einen Preis gestellt und hat dann Zeit zu überlegen, okay, zu diesem Preis mache ich das Geschäft ja oder nein.
dann bestätigt man das Ganze. Und dann hat aber nochmal der Emittent auf der Seite sozusagen die letzte Chance zu sagen, okay, zu diesem Preis wird das Geschäft gemacht, ja oder nein. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir sehr stark schwankende Preise haben, dann kann es natürlich sein, dass in diesen, ich sag mal, 1, 2 oder auch 10 Sekunden zwischen Preisanfrage und Bestätigung sich der Markt entsprechend schon wieder stark verändert hat, sodass der Preis, der damals angezeigt wurde, eigentlich nicht mehr aktuell ist und man auch auf diesen Preis nicht handeln darf. Das kann zum Vor- oder auch zum Nachteil des Kunden sein. Das ist also nicht nur so, dass nicht dann gehandelt wird, wenn der Preis plötzlich sich verbessert hat, sondern auch in die andere Richtung, um halt einen marktgerechten Preis zu haben. Und wenn wir natürlich jetzt sehr, sehr starke Schwankungen haben und auch wenn diese, ich sage mal, Schwankungsbreite vielleicht nur oder die Anfrage und die Bestätigung nur wenige Sekunden dazwischen sind, kann es sein, dass in der Zeit, wir haben es ja jetzt in letzter Phase auch gerade bei Corona erlebt, der Markt schon sehr stark sich bewegt hat. Und wenn es dann ein Hebelprodukt ist, dann kann es sein, dass man jedes Mal wieder sozusagen eine Ablehnung kriegt, weil der Preis nicht mehr aktuell ist. Also an der Stelle sollte man dann auch aufpassen. In sehr starken Bewegungen kann es durchaus sein, dass dann dieser Direkthandel oder Soforthandel dann nicht funktioniert. Dann sollte man entsprechend dann auf den außerbörslichen Limithandel oder halt auf den klassischen Börsenhandel zurückgreifen. Kann ich die beiden quasi auch mischen, also zum Beispiel börslich kaufen und dann außerbörslich verkaufen? Ja, das ist ganz wichtig. Also da kann man je nach Gusto, man kann börslich kaufen, außerbörslich verkaufen. Also da gibt es auch keine Beschränkung, nicht so wie man es vielleicht kennt, wenn man in Auslandsbörsen vielleicht tätig ist, je nach Lagerstelle. Hier kann man wirklich nach Belieben kaufen oder verkaufen über die eine oder die andere Plattform. Das ist dann wirklich je nach Gusto. Also je nach Gusto, hört sich gut an. Jetzt haben wir auch schon über die Vorteile und die Nachteile der beiden Möglichkeiten gesprochen. Herr Hüppe, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne, vielen Dank nach Frankfurt. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick heute mal über den Tellerrand. Wie gesagt, Börse, ja, aber es gibt eben auch einen außerbörslichen Handel. Und was da die Vor- und Nachteile sind, wie das Ganze funktioniert und woher das Ganze überhaupt kommt, darüber haben wir jetzt in der Sendung mal ein bisschen gesprochen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.